Und Klo, wie geht's dir? Ach, naja, mir geht's heute ziemlich kacke. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, das letzte Mal hatten Christian und Salim eine süße und sehr, sehr schöne Verabredung mitten in der Nacht im Magnolienblütenpark. Und die ist auch super gut ausgegangen, denn wir haben von dem ganzen Gold bekommen und dafür auch eine kleine Überraschung in das Familieninventar, und zwar VIP-Eimer. Schön, man rollt jetzt den roten Teppich aus. So, dafür bräuchten wir aber erstmal irgendwo Platz. Ah, hier, das passt doch perfekt. Sehr schön. Das sieht traumhaft aus, dann lassen wir das direkt mal. Und ich kümmere mich hier ein bisschen mit der Toilette. Ich weiß nicht, warum ich soziale Kontakte mit der Toilette pflege, aber gut. Und des Weiteren kümmere ich mich auch um meine sozialen Netzwerke, um ein bisschen Follower zu holen. Denn da brauche ich ja einige. 10.000. Das wird schon eine große Sache. Deswegen bin ich hier schön am sozialen Medien- bzw. sozialen Netzwerk-Status erhöhen. So, und Chloe ist hier am Gitarre spielen und morgen liest ihr Buch zu Ende. Ich hoffe, damit ist sie auch relativ schnell fertig. Das wäre super. Ansonsten, ja, muss das wieder bewässert werden? Naja, ist alles gut. Das freut mich. Follower, 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 das ist doch schön. Das dauert, glaube ich, echt noch ein paar Jahre, bis ich hier fertig bin. Na gut. Können auch ganz kurz mal eben Einladung erwarten, um Grundstück abzuhängen. Caleb und Katrina kann auch mal gleich mitkommen. So, dann können wir nämlich auch ein bisschen noch Vampirtraining und Vampirkampf machen. Und auch noch ein bisschen näher mit Katrina kommen. Das wäre auch super. Alle kommen vorbei, das freut mich. So, Chloe hat gleich den nächsten Level, sehr schön. So, dein Caleb ist einmal schon hier, das ist doch super, dann oh, okay, du bist in schlechten Verfassung, okay, dann natürlich, aber ich muss ganz kurz ein paar Beutel bestellen. So. So. Holen wir mal 30, das dürfte erstmal reichen. Ich bin sogar ganz gut eigentlich gerade, aber ich trinke trotzdem eben. Und dann um Vampirtraining bitten. Und direkt einen Vampirkampf hinterher. Sehr gut. Katrina unterhält sich wieder mit dem Klo. Also ich glaube einfach, die Leute kommen nur vorbei, weil sie mit dem Klo reden wollten. So, jeder, der vorbeikommt, ist erstmal direkt im Badezimmer mit dem Klo reden. Sag mal, nein. Ich muss arbeiten. Ich gehe zur Arbeit. Und Christian geht auch zur Arbeit. Ich möchte nicht zu Hause arbeiten. So, Chloe geht's gerade relativ schlecht. Benutzen und reinigen. Und was ist das hier? Okay. Ich weiß nicht, was er da gerade macht. Sie scheint das ja ganz schön zu finden. Na dann. Was war das denn? Nein, nicht nochmal. Ich will gucken, was es war.
Ach, wieder Fragezeichen. Okay, ja, toll. Naja. Gut, kannst du bitte kurz noch eben dann. Ich will jetzt, dass du unbedingt noch deinen letzten. Dein Level aufsteigst. Essen raus, direkt wieder rein. So, komm, das will ich jetzt unbedingt noch haben. Ich guck mal, wie knapp das ist. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Sehr schön. Level 5 erreicht, kann jetzt Country Leader spielen. So, Inventar platzieren. Dann kannst du dir. Oh, morgen muss arbeiten. Okay, dann machen wir natürlich direkt mit. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was wir heute so machen sollen. Ob wir wieder irgendwelche Leute einfrieren sollen. Aber morgen könnte heute vielleicht echt befördert werden, weil ihre Beförderungsanforderung hat sie ja abgeschlossen. Nochmal synthetische Nahrung herstellen, Analyse üben und einen Kollegen um Metall bitten. Oh, hier geht's ja natürlich auch super. Ja, gut, kümmern wir uns ganz kurz erstmal um morgen selber. Ach, ein Glück ist hier unten im Kloster, sonst hätte sie jetzt noch eine halbe Stunde laufen müssen. Oh, Rechnungen sind reingeflogen, dann kann sie das auch kurz machen. So, Rechnung wird 2400, das geht ja voll klar. Snack kaufen, Sandwich. Sehr schön. Ich hoffe, ihr geht es danach nicht immer noch schlecht. Weil es ekelhaft ist oder so. Na. Und danach können wir direkt mal uns. Ich bin zur Arbeit, Christian ist zur Arbeit. Sehr schön, dann direkt mal fleißig arbeiten. Ich bin in meiner Vampirform arbeiten gegangen. Gut. Hoffen wir mal, dass das niemand komisch findet. So. Können Sie mal ja nach einem Metall fragen? Nach Gehalt fragen? Von Essen schwärmen. Was ist denn? Aha. Gut, die hat anscheinend kein Metall dabei. Dann müssen wir jemand anderes fragen. Hier, fragen wir Eva. Die hat doch bestimmt wieder Metall für uns. Kennen wir sie nicht? Wir kennen sie doch schon. Oder war es eine andere Eva? Das ist Mariko. Egal. Freundlich. Um Metall bitten. So. Danach können wir die Synthetiknahrung herstellen. Und danach können wir analysieren, üben. Klar doch. Ich habe noch Metalle übrig. Hier, nimm. Ein Schwermetall. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Mit Eva Meshram plaudern. Warum denn gerade mit ihr? War das jetzt einfach nur, weil ich gerade mit ihr schon geredet habe? Oder liegt es einfach daran, weil das einfach so passt? Gut, mach du mal zu Ende. Chloe muss in circa eine Stunde bei der Arbeit sein, das ist okay. Ich glaube, das angucken bringt nichts. Geschafft, Bong hat erfolgreich ein Serum hergestellt, das ist schön. So, dann kann sie jetzt eben die Analyse üben. Eigentlich hätte ich das zuerst machen sollen, ne? Weil dann hätte ich einfach direkt ihren Hunger auffüllen können. Aber eigentlich kann ich es direkt machen. Oh Gott, ihr ganzes Inventar quillt über mit irgendwelchen Sachen. Dann trink mal einfach das Mittel. Neues Element gefunden. Glibberin. Chloe ist zur Arbeit, sehr schön. Dann kannst du auch direkt mal fleißig arbeiten. Dürfte auch gleich Level 3 mit Logik werden. Das wird auch ihr Lebenswunsch hier ein bisschen verbessern. Na komm. Das werden wir eben schaffen.
Sehr schön. Dann, wie gesagt, das war natürlich jetzt ziemlich schlau. Moment. Denk natürlich drückt. Ich will mal gucken, was das so, wie viel das so bringt. Und? Das sieht doch schön aus. Das sieht doch super aus. So, Rot- und Heißserum mischen. Wie viel? Ich brauche dafür Basilikum. Trinke dieses Serum, damit dein Sim böse wird. Okay. Haben wir denn Basilikum hier oben? Irgendwo. Ich sollte erstmal das Ganze hier anschauen. Rosenstrauch, Löwenmäulchen, Glockenblumen. Nö, Basilikum haben wir nicht. Okay. Dann werde ich erstmal hier ein bisschen brainstormen. Ich bin nach Hause gekommen und habe 280 Simulons mitgebracht. Sehr schön. Ja, ich sollte mich auch um sich selbst kümmern. So, sie kümmert sich noch ein bisschen um Pflanzen. Wir haben noch mehr Pflanzen irgendwo? Oh ne, das stand einfach gerade unten noch. So, dann brainstormen du mal ein bisschen. Mal schauen, was da so rauskommt. Bin ich mal gespannt. Und, hast du irgendwas rausgefunden? Befördert zu Standstammkunde. Christian wurde befördert und ist jetzt Standstammkunde. Er verdient jetzt 24 Simulons mehr pro Stunde, was 1 Stundenlohn für insgesamt 73 Simulons pro Stunde gibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 438 Simulons, Speisen unter freiem Himmel, Interaktion, Essen, Loben. Seine nächste Schicht beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Sehr, sehr cool. Und wie sieht's aus mit deiner Beförderung? Das musst du noch Level 5 erreichen, okay. Dann kannst du das mal leveln. Ich weiß, du hast relativ wenig Spaß, aber das wäre natürlich ganz gut, wenn du das auch abschließen könntest. So, am Chemielabor experimentieren. Da ist die Eva aber gerade schon. Mit der können wir direkt mal reden. Nach Gehalt fragen. Warum auch immer. So, hey, Geld. Na? Ich weiß super nett, dass du mir geklaut hast, aber du musst leider weg. Ich bin mal. Oh, okay, sie ist weg. Sie ist weg. Nein. Okay. Ja, das war's. Ich kann sie ja gleich wieder freimachen. Tja. Wer morgen im Weg steht. Der hat nichts dazu lachen. Gut, dann mach du mal. Sehr schön. Aber Tag von morgen endet in circa einer Stunde. Gucken wir mal, ob das Ganze passt. Oder ob wir das Ganze noch ein bisschen verlängern müssen. Na komm. Na. Brechen wir mal die Eva daraus. Ich finde schön, dass sie auch kein Problem damit hat. Oh, wir haben es schon abgeschlossen. Okay. Ungetestetes Serum trinken oder verabreichen. Okay, warte, ich bleibe mal länger. Dafür müssen wir also eins herstellen. Ein Element analysieren. Sammlung analysieren. Schwermetall. Ja, du darfst auch runtergehen. Manchmal sind die schon doof. Ist es das Richtige? Muss ich überhaupt hier hin? Ja, das ist ein Analysegerät, ne? Dürfte ja wohl funktionieren. Ja, hat ja super geklappt. Wow. Glorin. Na komm. Morgen, heute noch. Morgen? Ja, ich weiß, dass du müde bist. Jetzt mach doch! Ah! Hasse das, ne? Ich hasse das so sehr. Wenn die einfach auf einmal nichts mehr machen. Einfach nur stumm rumstehen und einfach sich denken. Mh,
Was mache ich hier eigentlich? Nein, brich das nicht ab. Bitte dann liegt es noch zu Ende. Und? Hat das irgendwas gebracht? Ja, hat es. Achso, aber im Endeffekt. Ja, okay, es war am Ende sinnlos. Okay, das wird nichts mehr. Naja, immerhin Silber. Immerhin Silber. Das Ding ist halt, dass wir kein Basilikum haben. Deswegen ist das ziemlich doof. Schicht beendet. Morgen hat heute einen guten Job gemacht. Es wurde fleißig geforscht und eine Menge Entdeckungen gemacht. Verdienst 288 Simulons. Okay. Ich würde aber sagen, wir werden ihr mal ein paar Sachen kaufen. Also ein paar Pflanzen, nur dass sie auch ein bisschen in die Gartenarbeit mit einsteigt. Also ich meine, ich bin so halb Gartenarbeit, weil ich halt nur die Plasmafrüchte anpflanzen möchte. Für mein Überleben. Weil sie halt schon so wirklich so richtig mega Garten interessiert sind. Das wäre schon cool. Aber ich glaube, jetzt hat sie erstmal gar keinen Bock mehr auf irgendwas, deswegen gehen wir mal zu Chloe. So. Du kannst mir neue Bücher kaufen. Na komm. Spiel, danke. Fähigkeit. Backen kannst du auf jeden Fall mal lernen. Und Gourmetküche. Und Kochen auf jeden Fall auch. Sehr schön. Dann kannst du dir auf jeden Fall mal durchlesen. Und zwar Kochen Band 1. Passt das? Ich weiß nicht, ob das nicht so schlecht für ihn ist oder ob das gut ist. Wir werden es sehen. So, und du kannst auf jeden Fall auch mal ganz kurz, nee, eigentlich kannst du mal morgen aus dem Schlaf machen. Bestellung. Sie keine Wudepuppe kaufen? Hat sie denn Schelmfähigkeit auf Level 10? Nee, sehr, hä? Okay. Warum kann sie denn eine Wudepuppe, hä? Ich bin verwirrt. Ich kaufe die jetzt einfach. Vielen Dank. Du findest die Bodepuppe gut. Warum nicht? Ich wollte aber... Genau, Samen kaufen. Blumen für Einsteiger, Früchte für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger und Kräuter für Einsteiger. Warum hat sie denn... Wieso? Ich verstehe gerade nicht, wie sie die Wudepuppe bekommen kann. Naja. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht die falschen Hände sind, so in Morgan und Chloe, aber... Ja, passt schon, ne? Hoffentlich. Sonst haben wir ein Problem. Er wird wütend. Laute Nachbarn, ach, das ist doch nicht euer Ernst. Nee, okay, jetzt ist vorbei. Hier, gegen die Tür trommeln. Jetzt reicht's. Die beschweren sich bei uns über laute Musik, machen aber selber. Beziehungsweise wir haben nicht mehr laute Musik. Saraban. The hero Ruthay. Skizna Plushi's Abyss. Es tut mir leid, du hast recht, es war ein bisschen rücksichtslos. Wir werden versuchen, leise zu sein. Vielen Dank für den Hinweis, liebe Nachbarschaft. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die jetzt wirklich super nett drauf reagieren. Das finde ich gut. So, ihr könnt beide direkt wieder schlafen gehen. Und das, wo war ich eigentlich? Ich sollte vielleicht aber auch mal wieder... Warte, sind meine Pflanzen? Die sollten bewässert werden, sehr gut. Und danach schlafen gehen. Damit ich meine Kräfte wieder ein bisschen auflade. Apropos Kräfte. Wie sieht's denn aus? Persönlichkeit entblößen, Halluzinationen hervorrufen, Novizes Okkultismus, Vampirschaffung. Vampirschaffung ist eigentlich ganz cool. Die nehme ich einfach mal, dass wir ein paar Leute in Vampire verwandeln können. So. Und dann
Legen wir es mal kurz schlafen. Sehr schön. Wie sieht es aus, Christian? Hast du gelevelt? Wahrscheinlich nicht. So wie ich dich kenne, hast du es nicht getan. Viele Fraßspiele. Kann auch mal wieder weg. Hier steht einfach überall Müll rum. So, das liest du bitte auch zu Ende. Wenn ich dir sage, dass du das lesen sollst, dann sollst du doch bitte lesen. Das wäre super. Achso, er hat doch wahrscheinlich, okay, war es wahrscheinlich auf Level 4 gebracht, ne? Nein, hat er gar nicht. Hä, das nicht gerade eben? Hä? War das nicht gerade eben noch höher? Habe ich jetzt irgendwie. Hä? War das nicht gerade eben noch höher? Okay, anscheinend nicht. Gut, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber egal. Das passt schon. Gut. Dann sprühe ich mal ein bisschen vor. Denn viel ist ja jetzt gerade nicht am passieren. Ich will nur kurz meine Kraft aufladen. Ich kann eigentlich mal kurz ein bisschen rausgehen. Wie lange war ich denn nicht mal draußen, ne? So, jetzt wird der Maus hier hinfliegen. Da kann ich ein paar Leute zu Vampiren machen. Das wäre auch ziemlich cool. Oh, unsere Bäume sind groß geworden. Yay! Cool! Sie wachsen und wachsen. Sehr schön. Du kannst mal kurz aufstehen, sonst wird es hier gleich nicht Tag. Es sieht einfach immer noch cool aus. Ich bin immer noch ein bisschen stolz auf diese Form. So. Kannst du auch später sauber machen, mein Lieber. Das muss nicht jetzt sein. Du musst nicht jetzt aufräumen. Junge. Das ist doch nicht sein Ernst. Geh da runter. Als ob jetzt hier niemand mehr ist. Und als ob hier direkt Graffiti ist. Da ist Caleb, den kann ich schlecht als Vampir machen. Aber hier, guck mal, die liebe. Wie heißt du denn? Ach nee, das ist wieder die Ashkara Venkatram. Hallo, meine Liebe. Du möchtest doch bestimmt zu einem Vampir werden. In Vampir verwandeln. Na dann. Oh. Also ja, ich wollte gerade sagen, warum macht sie das denn? Ja, klar. Die ist ja verwandelt. Ich hätte noch cool mit den Bissspuren, die man dann halt sieht. Sehr schön. Ashkara Vaskatraman hat die Essenz eines Vampirs verzehrt und wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Sehr schön. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part und deswegen sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.